Da stand ich nun, in Arkham, Massachusetts. Ich hätte gleich zu Anfang auf die Vorzeichen achten sollen. Es regnete aus pechschwarzen Wolken und Donner ließ die Erde beben. Arkham. Die georgianischen Häuser schienen grau vor Alter. Der Regen verwandelte die Stadt in eine Horrorfilmkulisse aus den 40ern. In den Prospekten hatte das alles ganz anders ausgesehen. Am Bahnhof wartete ein junger Schwarzer im Schatten eines Regenschirms. Er sah beneidenswert gut aus, wirkte aber ernst wie ein Bibelverkäufer. Unter seinem Mantel trug er Anzug und Krawatte, womit er perfekt in die Kulisse passte. Okay, jetzt würde sich zeigen, wie gut mein Englisch wirklich war. Simon Zahn von Jüngst Universität? Der bin ich. Willkommen in Arkham. Ich bin Randolph Carter der Dritte. Rektorin Gilman hat mich geschickt, um dich abzuholen und dich mit dem Campus vertraut zu machen. Oh, cool. Wir fahren gleich zum Wohnheim. Der Wagen steht da hinten. Auf Arkhams nassen Straßen ließ sich keine Menschenseele blicken. Während wir am Miskatonic River vorbeifuhren, nachdem die hiesige Uni benannt war, zeigte sich Carter in etwa so redselig wie ein Grabstein. Habt ihr hier immer so ein britisches Wetter? Als ich vorhin in Boston gelandet bin, war es noch strahlender Sonnenschein, aber je weiter ich nach Arkham kam, desto düsterer wurde es. Arkham hat seine eigenen Regeln. Das gilt auch für die Miskatonic. Folge den Regeln und alles läuft gut. Aha. Klar. Ist schon entschieden, bei wem ich unterkomme? Dein Mitbewohner heißt Kyle Danforth. Und? Kommt man gut mit dem klar? Solange man es schafft, ihn zu ignorieren. Langsam wurde mir klar, warum sich sonst kaum jemand für ein Austauschstudium an der Miskatonic beworben hatte. Naja, was heißt kaum jemand? Ich war der Einzige. Bald erreichten wir den Campus, den eine massive Backsteinmauer von der Außenwelt abschirmte. Hinter dem Regenvorhang wirkten die Einrichtungen der Uni wie Spukhäuser aus dem Katalog. Massig, düster und morbide. Centerparks mit Freddy Krüger. Dieser Klotz da vorne, ist das das Wohnheim? Ja, Pickman Hall. Das Gebäude ragte vor uns auf wie ein Mahnmal. Carter marschierte mir voran und führte mich durch das gespenstisch verlassene Foyer, eine knarrende Treppe hinauf, bis in einen scheinbar unendlichen Flur mit verwirrend vielen Türen. Vor Zimmer Nummer 235 blieb er stehen. Danforth, dein Mitbewohner ist da. Danforth! Verfluchter Kiffer. Dein neues Zuhause. Carter machte Licht. Das Zimmer schien irgendwie schizophren. In der rechten Hälfte herrschte das reinste Chaos. Pizzaschachteln und Kippenstummel verteilten sich auf dem Boden. Die andere Hälfte war unangetastet und leer. Ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch. Punkt. Danforth müsste bald hier sein. Jedenfalls hoffe ich das für ihn. Ich hole dich morgen Punkt 9 Uhr ab für eine Tour über den Campus. Klar. Hey, Carter, Randy, Randolph. Ja? Bist du gern mal high? Ich hab da ein nettes Kraut aus Good Old Germany und, Nein, danke. Ich lebe straight edge. Kein Alkohol, kein Fleisch, kein Kraut. Also, bis morgen. Ja, hau rein, Mann. Irgendwie hab ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Wer zum Geier bist du? Ein schlaksiger Typ mit Ziegenbart stand da. Sein glasiger Blick sagte alles. Der Kerl war dicht bis in die Spitzen seiner blonden Dreadlocks. Hier war ich goldrichtig. Hi, Simon. Simon Zahn. Austauschstudent aus Deutschland. Ich werde hier ein Semester lang Englisch und englische Literatur studieren, wenn alles hinhaut. Man hat mir gesagt, wir würden zusammen wohnen. Klar, Mann. Hi. Willkommen in den Staaten, Mann. Sieg heil und so. Ich bin Kyle. Aber kannst mich Danforth nennen. Das machen alle. Sogar meine Eltern. Dein Englisch ist übrigens echt gut, Mann. Danke. Ich habe als Kind immer amerikanische Cartoons im Original geguckt. Ich schätze, ich habe der Glotze mehr zu verdanken als der Schule. Echt? Abgefahren.
Also was ist? Brauchen wir ein kleines Pfeifchen zur Begrüßung? Mir fiel gleich ein ganzer Asteroid vom Herzen. Endlich hatte ich hier einen normalen Menschen gefunden. Vollkommen breit quatschten Danforth und ich bis in die Puppen über deutsche Frauen und amerikanisches Bier, bis er sich schließlich schnarchend ins Traumland verabschiedete. Es dauerte nicht lange und ich folgte ihm. Ich war irgendwo unter dem Meer. Kein Licht reichte hierher. Trotzdem erkannte ich die Gebäude einer Stadt. Aber es war keine Stadt für Menschen. Sie bestand aus hausgroßen Steinklötzen mit bizarren Formen, grün vor Algen und Schlick. Runenartige Symbole leuchteten darauf. Und ich war nicht allein hier. Irgendwo, versteckt im Labyrinth der uralten Stadt, regte sich etwas. Etwas Großes. Älter als die Menschheit. Vielleicht sogar älter als der ganze verdammte Kosmos. Etwas, das auf mich wartete, das meinen Namen kannte und nach mir rief. Am nächsten Morgen erwachte ich mit dem Gefühl, als hätte mich ein Monster-Truck überfahren. Danforth lag zwischen den Pizzaschachteln, verzog unruhig die Augenbrauen und sabberte. Anscheinend waren seine Träume nicht viel besser als meine. Schlaftrunken warf ich einen Blick auf seinen Wecker. Es war 9:01. San, bist du soweit? Ach du Scheiße, der Bibelverkäufer. San, es ist 9:00. Sir, ja, Sir. Außerhalb von Pikmin Hall war die Welt wie verwandelt. Vorbei die Hammer Studios Düsternis. Willkommen im freundlichen, herbstlich bunten Neuengland. Studenten marschierten fröhlich über den Campus oder lungerten auf der großen Wiese herum. Die Gebäude der Miskatonic University standen einladend und würdig im vollen Licht der Sonne eines Indian Summer. Einzig und allein Randolph Carter III., Bestattungsunternehmer aus Passion, hatte über Nacht keine Metamorphose durchgemacht. Weißt du noch, was ich über die Miskatonic und eigene Regeln gesagt habe? Pünktlichkeit ist eine davon. Kommt nicht wieder vor. Wollen wir es hoffen. Wann beginnt deine erste Vorlesung? 2:00. Hör mal, du musst mich hier echt nicht rumführen. Ich weiß alles über die Uni aus dem Netz. Ich finde mich schon zurecht. Du weißt gar nichts über diese Universität. Was meinst du denn damit? Genau das, was ich gesagt habe. Viel Spaß. Damit machte er sich von dann. Endlich. Ich schlenderte allein über den Campus. Alles war neu. Alles war aufregend. Ich konnte kaum erwarten, die Leute hier kennenzulernen. Vor allem die weibliche Hälfte der Bevölkerung. Dann, gerade als ich mich umdrehen wollte, rammte mich etwas mit voller Wucht und mein Allerwertester machte unsanfte Bekanntschaft mit dem Pflaster. Au! Oh, verdammt. Das tut mir leid. Hast du dir wehgetan? Ich werde es überleben, hoffentlich. Warte, ich helfe dir auf. Ich konnte sie nur anstarren. Sie war das niedlichste Geschöpf, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Zierlich, mit platinblonden Haaren und strahlenden Augen. Unter ihren rechten Arm hatte sie einige fette Schmöker geklemmt. Das tut mir so leid. Ich bin manchmal ein bisschen neben mir. Schon okay, ist ja noch alles dran. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu auf der Miskatonic? Brandneu, gestern erst angekommen. Oh, dann bist du bestimmt der Austauschstudent von der von Junst-Universität. Genau, Simon. Wie aufregend. Hast du je von Junsts unaussprechliche Kulte gelesen? Nicht, dass ich wüsste. Mann, ich würde alles dafür geben, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ich habe mal einen Chat kennengelernt, der versprochen hat, mir ein Faksimile zu besorgen. Aber eigentlich wollte er nur mit mir ins Bett steigen. Oh, Ich bin übrigens Helen. Helen Armitage. Simon. Ja, ich weiß. Du hast da wirklich ein paar dicke Dinger. Die Bücher. Ich meine die Bücher. Oh ja. Die Uni-Bibliothek ist die reinste Fundgrube. Auch wenn die wirklich interessanten Stücke natürlich nicht für jedermann zugänglich sind. Wohnst du hier auf dem College? Ja, gleich da drüben. Pikmin Hall. Ich teile mir ein Zimmer mit einem Typen namens Danforth. Oh. Du kennst ihn? Zwangsweise. Wir waren mal zusammen. Oh, verstehe. Scheint auf jeden Fall ein cooler Typ zu sein, im Gegensatz zu meiner ersten unheimlichen Begegnung der Arkhamschen Art. Wen meinst du? Ich meine den Typ da drüben. Hm? Oh, Randy. Mein Beileid.
Der ist ein bisschen steif, kann das sein? Steifer als steif. Randy kam schon mit Krawatte zur Welt. Er stammt aus einer der sogenannten besseren Familien von Arkham. Hat bei ihm zu so einer Art Überlegenheitskomplex geführt. Er beobachtet uns. Randy hat ein oder zwei Schrauben locker. Aber keiner hier nimmt ihn ernst. Nicht mal die Professoren, denen er in den Arsch kriegt. Vergiss ihn. Wird nicht allzu schwer sein. Also, Simon Zahn, war nett, dich kennenzulernen. Aber ich muss leider los. Wohin? Oh, Professor Peasley hält in 10 Minuten einen Vortrag über Präastronautik, den ich auf keinen Fall verpassen will. Na, so ein Zufall. Genau da wollte ich ja auch hin. Cool. Was hast du eigentlich heute Nachmittag vor? Wir könnten doch einen kleinen Stadtbummel machen. Ich zeig dir Arkham und du erzählst mir von deiner Uni. Schätze, das wird sich irgendwie einrichten lassen. Natürlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was zum Geier Präastronautik war. Das klang wie ein Weltraumprogramm für Minderjährige. Aber einer Frau wie Helen Armitage wäre ich sogar in den 9. Kreis der Hölle gefolgt. Ein neuer Rekord. Noch keine 24 Stunden hier und schon bis über beide Ohren verknallt. Gott schütze Amerika. Kurz vor Sonnenuntergang traf ich Helen vor dem Tor zum Campus und bekam sofort feuchte Hände. Meinen College-Film-Erfahrungen nach gab es nur 3 mögliche Erklärungen, warum sich ein Mädel wie sie mit einem Trottel wie mir abgeben würde. Entweder sie wollte ihren großen, starken, footballspielenden Freund eifersüchtig machen, oder sie versuchte nur gastfreundlich zu sein. Oder Möglichkeit Nummer 3, die unwahrscheinlichste von allen, sie interessierte sich wirklich für mich. Na, wie war deine erste Vorlesung? Interessant. Dieser Professor West, sieht er immer so aus, als wäre er gerade aus dem Grab gestiegen? Komm schon, der Mann ist alt. Steinalt, um genau zu sein. Das würde seinen Mundgeruch erklären. Also schön, du hast die freie Auswahl. Wo wollen wir hin? Egal, Hauptsache du bist bei mir. Ich meine, weil ich mich sonst wahrscheinlich verlaufen würde. Nicht in Arkham. Doch, glaub mir, ich habe mich schon mal in meinem eigenen Schrank verlaufen. Im blutroten Licht der untergehenden Sonne schlenderten wir über die Pflasterstraßen. Und während Helen mir von verwinkelten Höhlensystemen unterhalb der Stadt erzählte und mir eine kleine Kirche namens St. Stanislaus zeigte, hing ich die ganze Zeit über an ihren Lippen. Ich meine im übertragenen Sinne. Dann, irgendwann, bekam ich plötzlich ein Gefühl, als würden ungefähr 1000 Ratten in meinen Eingeweiden herumwuseln. Ich sah auf. Wir standen vor einem verwahrlosten alten Haus. Jemand hatte die Tür zugenagelt und das Gras im Garten welkte fröhlich vor sich hin. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht mit diesem Gemäuer. Noch während ich hinsah, schienen sich die Winkel zu verändern und zu verschieben. Und was ist das? Hannibal Lecters Ferienhütte? Hier stand früher mal das Haus von Keziah Mason. Keziah wer? Keziah Mason. Eine Hexe. Wir reden hier nicht zufällig von einer Frau mit schwarzer Katze, Warze auf der Nase? Die Art, die auf Besen herumfliegt? Doch, genau die. Damals, während der Hexenverfolgung, ist Keziah nach Arkham geflüchtet. Sie hat sich hier versteckt und angeblich eine Möglichkeit gefunden, von dieser in eine andere Dimension überzuwechseln. Ach so, klar. Angeblich war ihr Haus verflucht. In den frühen 30ern hat man es abgerissen und dieses hier errichtet. Aber die Bewohner haben sich bald über Albträume beschwert. Irgendwelche Horrorvisionen von Keziah und anderen Dingen. Seitdem steht es leer. Keiner wagt es zu betreten. Geht's dir nicht gut? Doch, allerdings habe ich letzte Nacht auch nicht besonders gut geschlafen. Hast du geträumt? Ja, aber nur Stuss. Und du glaubst diesen Quatsch mit der Hexe tatsächlich? Ich weiß nur, dass es in dieser Gegend von Arkham über Innsmouth bis nach Kingsport eine ganze Reihe seltsamer Vorkommnisse gab, die bis heute ungeklärt sind. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit sowas beschäftigt. Geister, Seelenwanderung, Hitlers UFOs. Und? Kompletter Mumpitz. Es gibt für alles eine ganz alltägliche Erklärung. Das wollen die meisten nur nicht wahrhaben. Sie haben Angst davor einzusehen, dass die Welt überhaupt nicht mystisch ist und eigentlich ziemlich sinnlos. Aber ist es nicht egal, ob diese Geschichten stimmen oder nicht? Sie bringen wenigstens ein bisschen Magie ins sonst so graue Leben. Das ist doch alles, was zählt. Auch wenn man sich dabei selbst belügt? Ach, was ist schon Wahrheit? Für dich mag das alles nur Blödsinn sein. Und das ist okay so. Aber für die Leute, die es erlebt haben, ist es ihre Realität. Wer hat nun recht?
Es gibt da draußen etwas. Etwas, das größer ist als wir. Davon bin ich fest überzeugt. Gott? Jedenfalls nicht die christliche Version davon. Ich meine andere Wesen. Andere Götter. Solange Sie mich in Ruhe lassen, ist das vollkommen okay. Hör mal, ich krieg allmählich Hunger. Gibt's hier irgendwo einen McDonald's? Nicht in Arkham, Massachusetts, Mister. Da war ich wieder. Tief. Tief unter dem Ozean. Inmitten der wolkenkratzergroßen Blöcke, die sich aus dem zeitlosen Morast erhoben. Ich wusste, dass ich träumte, träumen musste. Aber ich spürte die Kälte dieses Ortes und die dröhnende Energie, die von ihm ausging, genauso wie den Blick des Wesens, das hier unten lauerte. Noch bevor ich fliehen konnte, packte mich eine übermächtige Kraft und zog mich wie ein Strudel tiefer und tiefer in die grüne Finsternis hinein. Bis zu einem riesigen Thron aus fremdartigem Stein. Und darauf saß er, der Herrscher dieser versunkenen Stadt. Ein dunkler Koloss, so groß wie ein Berg, größer. Er saß reglos da und schlief. Träumte. Sein Gesicht, vor dem ich so winzig wie ein Staubpartikel schwebte, war wie der Kopf eines Tintenfisches geformt. Schleimige Tentakel hingen davon herab. Dieses Ding war die Perversion allen Lebens. Zu gewaltig, zu hässlich, zu mächtig, um wirklich zu sein. Und dann, ganz langsam, öffneten sich seine Augen und verbrannten mich mit ihrem Feuer. Ich erwachte, klatschnass vor Schweiß. Mein Herz ging wie ein Presslufthammer. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich erkannte, dass ich in meinem Zimmer in Pikmin Hall lag. Es war 2 Uhr nachts. Danforth lag in seinem Bett und wälzte sich hin und her. Nein, lass mich gehen, bitte. Mit dem Schlafen war es erstmal Essig. Bis zum Morgengrauen lag ich wach auf meinem durchnässten Bett und drückte mir das Kissen auf die Ohren, um nicht Danforths Gewimmer hören zu müssen. Gestern hatten wir noch zusammen einen geraucht, bevor wir ins Bett gefallen waren. Ob der Shit etwas mit unseren Albträumen zu tun hatte? Wenn ja, sollte ich vielleicht erstmal die Finger davon lassen. Denn auf weitere Horrortrips konnte ich gut verzichten. Am nächsten Morgen begegnete ich Danforth auf dem Flur, als er gerade vom Klo kam. Er sah aus wie King Kongs Fußmatte. Und selbst als ich vor ihm stand, ging sein leerer Blick durch mich hindurch. Kyle, Danforth, wie geht's dir? Hast ganz schön wilde Träume gehabt, was? Hab ich? Du hast zum Schlaf geredet. Naja, gebrabbelt. Oh, kann mich an nichts erinnern, Mann. Ist wohl auch besser so. Hör mal, ich wollte dir das schon gestern sagen. Ich hab Helen kennengelernt. Helen Armitage. Meine Helen? Ich schätze, ich hab mich in sie verknallt. Cool, Mann. Du hast nichts dagegen? Hey, nur weil wir mal zusammen waren, ist sie nicht mein Eigentum. Außerdem stehe ich auf Sarah in Jail. Aber Helen ist was ganz Besonderes, Mann. Das hab ich gemerkt. Sie versorgt mich manchmal mit Gras, wenn ich knapp bei Kasse bin. Ohne Helen hätte ich wahrscheinlich jede Prüfung in diesem Laden verhauen. Hältst du es für möglich, dass sie was von mir will? Klar, sie scheint irgendwie auf Versager zu stehen. Oh, sorry, Mann, so habe ich das nicht gemeint. Schon okay. Wann trefft ihr euch wieder? Heute Abend, wir wollten ins Unimuseum. Hätte ich mir denken können. Helen steht auf diesen alten Krempel. Hast du Bock? Nee, lieber nicht. Ich habe da Hausverbot, weil ich mal im dichten Zustand ein paar Unartigkeiten ins Gästebuch gekritzelt habe. Trotzdem viel Spaß. Den werde ich haben. Mich erwarteten gleich 3 Vorlesungen am Stück, die sich wie Kaugummi hinzogen. Ich konnte dem Stoff kaum folgen, da sich meine Gedanken nur um Helen drehten.
und die meisten davon waren nicht gerade jugendfrei. Am Nachmittag marschierte ich zum Museum der Miskatonic. Kaum hatte ich den ersten Fuß auf die Treppe gesetzt, fing es aus heiterem Himmel an zu gewittern. Na geil. Hallo? Hi. So schreckhaft? Wie wird's dir bei deinem ersten Herzinfarkt gehen? Komm schon, du Held. Es gibt viel zu sehen. Helen führte mich zielbewusst vorbei an Dinosaurier-Skeletten, Schaukästen mit Indianerkunst und Kleidungsstücken aus der Zeit der Mayflower. Direkt auf eine Halle zu mit dem Namen Besondere Exponate. Wir haben uns doch über Unerklärliches unterhalten. In dieser Abteilung bewahrt die Miskatonic sämtliche Artefakte auf, die aus dem üblichen Rahmen fallen. Alle Geheimnisse, die sich im Laufe der Jahrhunderte in Arkham und Umgebung angesammelt haben. Die düstere Halle war tatsächlich vollgestopft mit Absonderlichkeiten aller Art. Da war ein annähernd kugelförmiges Etwas mit polierten Flächen, das aus einem schwarzen, mit roten Sprenkeln versehenen Material bestand. Trapezoeder, 1935 aus der Narragansett-Bucht geborgen. Las ich noch, bevor mich Helen weiterzog, übermütig wie ein Kind im Pokémon-Land. Da gab es eine Reihe Fotos von flossenartigen Abdrücken in Gestein, das angeblich bis zu 1 Milliarde Jahre alt war und bei einer Antarktis-Expedition im Jahr 1930 gefunden wurde. In der Vitrine daneben lag auf Samt gebettet eine Statue aus bläulichem Stein. Sie stellte irgendein Ding dar, das an eine Mischung aus Pflanze und Seestern erinnerte. Gefunden 1931 in den Trümmern von Keziah Masons Hexenhaus. Ich könnte echt tagelang hierbleiben und immer etwas Neues entdecken. Erinnert ein bisschen an das Kabinett des Dr. Kelly. Ach du Scheiße. Ich blieb vor einem Glaskasten stehen. Er enthielt nur ein einziges Ausstellungsstück. Aber dieses reichte vollkommen aus, mir einen Schauer nach dem anderen über den Rücken zu jagen. Es war eine Statue, höchstens 20 Zentimeter hoch. Und aus einem grünlich-schwarzen Stein mit goldenen Sprenkeln gehauen. Sie stellte ein Ungeheuer dar, das auf einem mit fremdartigen Zeichen besetzten Sockel hockte. Das Vieh war ein Koloss mit waagemenschenähnlichem Umriss, doch geflügelt und mit langen Krallen bewehrt. Es war sein Gesicht, das mir Angst machte. Wie ein deformierter Tintenfisch mit langen, schleimigen Tentakeln. Ich kenne dieses Ding, dieses Monster. Ich hab's schon mal gesehen. Wo? Gestern Nacht in meinem Traum. Aber wie kann das sein? Was ist das überhaupt für ein Teil? Darstellung des großen Cthulhu... Katapult. Wie zum Teufel soll man das aussprechen, ohne sich die Zunge zu verrenken? Cthulhu. Carter! Wie ich sehe, hast du schnell Anschluss gefunden, Zan. Freut mich für dich. Nimm mir das nicht krumm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir hinterher schleichst. Du nimmst dich zu wichtig. Nein. Ich bin nur hier, um mich ein bisschen zu binden. Ich dachte, du interessierst dich nur für neue Techniken zum Krawatteknoten. Man lernt doch nie aus, nicht wahr, Helen? Steckt eure Nase nicht so tief in Angelegenheiten, die ihr nicht versteht. Ihr könntet Dinge aufwecken, die besser ruhen sollten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Klar, jedes Wort. Ich habe ein Auge auf euch zwei. Denkt daran. Komm, Simon, lass uns gehen. Irgendwas hier drin stinkt gewaltig. Ja, allerdings. Also ließen wir den amtierenden Mr. Kotzbrocken stehen und machten, dass wir aus seinem Dunstkreis kamen. Er hingegen blieb vor der Statue von Cthulhu stehen, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Der Typ ist von Mama nicht genug geknuddelt worden, kann das sein? Vergiss den Spinner. Der hat sein Gehirn mal gegen eine Folge Twilight Zone eingetauscht. Er macht mich trotzdem ganz schön nervös. Ja, das ist Randys großes Talent. Und sein einziges. Schließlich setzten wir uns in der Mensa bei einem Kaffee zusammen, während sich das Unwetter weiter über Arkham austobte. Diese Statue, weißt du, was es damit auf sich hat? Sie zeigt Cthulhu, einen der großen Alten. Ich werde das Gefühl nicht los, irgendwas verpasst zu haben. Wer sind die großen Alten? Ein Mythos.
Millionen Jahre vor uns Menschen sollen sie von den Sternen gekommen sein und die Erde bevölkert haben, bis sie von der Oberfläche des Planeten vertrieben wurden. Kusulu ist einer von ihnen, vielleicht sogar der mächtigste. Angeblich schläft er zusammen mit dem Rest seiner Rasse auf dem Grund des Pazifik, in einer Stadt namens Relay. Ach komm, das ist doch eine billige Groschenroman-Story. Und was ist mit der Statue? Sie stammt von einem religiösen Kult aus Louisiana, der Anfang des Jahrhunderts aktiv war. Sie haben Kusulu als Gottheit angebetet. Ähnliche Kulte gibt es überall in der Welt. In Grönland, Asien. Und dieser Krawallo? Kusulu. Pennt also fröhlich vor sich hin. Und träumt. Bis zu dem Tag, an dem er und seinesgleichen wieder erwachen, um die Menschheit auszulöschen. Wenn die Sterne richtig stehen. Und wann ist das? Nun, das letzte Mal angeblich im Frühjahr 1925. Aber die Welt steht noch. Richtig. Aber was du vorhin über deinen Traum gesagt hast... Ja? Damals gab es eine Menge Leute, die vom großen Kusulu geträumt haben. Einige wurden dabei wahnsinnig. Oh, geil. Und meine Träume sind also ein Zeichen dafür, dass der coole Uhu... Kusulu. ...bald sein Nickerchen beendet? Wahrscheinlich hat es gar nichts zu bedeuten. Es waren nur Albträume, nicht mehr. Oder... Ich mag es gar nicht, wie sich deine Stirn runzelt. Oder jemand versucht, Kusulu wieder auferstehen zu lassen. Mann, fast wäre ich drauf reingefallen. Es sind nur Träume. Vergiss sie einfach. Eine Menge Leute träumen von Tentakelmonstern. Hat wohl was mit Archetypen zu tun. Mach dir nicht so viele Gedanken. Okay, ich versuch's. Die nächsten Wochen rauschten nur so an mir vorbei. Ich hetzte von einer Vorlesung zur anderen und versuchte mich ausnahmsweise mal auf den Lernstoff zu konzentrieren. Gar nicht so leicht bei den vielen Partys hier. Helen und ich unternahmen viel zusammen. Fuhren Tretboot auf dem Miskatonic River oder sahen uns das Ingmar Bergman Festival im Studentenkino an. Und jedes Mal versank ich in ihren Augen. Mir war klar, dass ich irgendwann den nächsten Schritt unternehmen musste, aber ich hatte auch reichlich Schiss davor. Den Graskonsum hatte ich von einem Tag auf den anderen eingestellt. Und siehe da, keine Albträume mehr. Die Sache mit dem großen Caputo... Kusulu! ...hatte ich schon bald erfolgreich verdrängt. Einzig und allein Danforth machte mir Sorgen. Er verkroch sich mittlerweile in unserem Zimmer und war fast ständig dicht. Tagsüber sah er aus wie ein wandelndes Gerippe mit Dreadlocks. Nachts winselte er im Schlaf. Wann immer ich ihn auf seine Albträume ansprach... Ich bin okay, Mann. Vielleicht solltest du erstmal auf den Shit verzichten. Ach, Quatsch. Ohne fängt mein Gehirn nur an zu rotieren. Der Shit macht mich locker, glaub's mir. Ich ließ ihn in Ruhe. Um die Nächte halbwegs zu überstehen, kaufte ich mir Oropax. Es gab nur einen einzigen Moment, in dem ich ihn nüchtern erlebte. Es war ein verregneter Montagnachmittag. Ich brütete gerade über einem Referat. Er setzte sich zu mir und fragte... Hey, Simon, glaubst du, all das könnte irgendwann vorbei sein? Was? Das alles hier, ich, du, die Menschheit, einfach ausgelöscht. Ist das möglich? Ich schätze schon. Irgendwann kommt wahrscheinlich der Tag, an dem irgendein Irrer den falschen Knopf drückt. Und aber dann... was, wenn's nicht einer von uns tut, sondern andere? Scheiße. Wir sind so winzig und das Universum da draußen ist so verdammt groß und alt, Mann. Was, wenn wir nicht mehr sind als ein Fliegenschiss für alles, was da draußen lauert? Dann haben wir wohl die Arschkarte gezogen. Wir können nicht gewinnen. Wir sind nur Staub, Mann. Staub. Aber es war nicht nur Danforth. Überall mehrten sich die Zeichen, dass tief unter uns etwas gärte und brodelte. Jeannette Ardois-Bonneau, Austauschstudentin der Comte der Lettuni Paris, schockierte ihren Kunstkurs mit ihrem jüngsten Bild, das sie nach einem Traum gemalt hatte. Keiner konnte das Ding ansehen, ohne dass ihm die Galle hochkam. Kommilitonen, fast alle davon notorische Kiffer, klagten unabhängig voneinander über Albträume und Visionen. Fast immer war die Rede von zyklopischen Städten unter Wasser, einem grauenvollen Herrscher der Tiefe, der nach ihnen griff.
Obwohl wir nie darüber sprachen, glaubte ich, dass Helen einen tieferen Sinn hinter all dem sah. Und Randolph Carter Nummer 3 spukte in diesen Tagen durch die Uni wie ein Gespenst im Armani-Anzug und nahm die Leute ins Kreuzverhör. Einen Tag, bevor der Kessel überkochte, traf ich ihn auf dem Weg zur Mensa. Wir standen uns gegenüber wie zwei Cowboys zu High Noon. Also, du weißt, was vor sich geht, Zan. Die Frage lautet, auf welcher Seite stehst du? Ich glaube, sie lautet eher, wer hat dir heute ins Hirn gehustet? Man sollte seine Freunde mit Bedacht wählen. Und seine Feinde ebenso. Wow, wie viele Folgen Akte X musstest du gucken, um dir das zusammenzureimen? Unterschätzt mich nicht. Egal, was ihr versucht, ich bin immer hinter euch. Vergiss das nicht, Zan. Damit zog er ab. Ich sah ihm nach und versuchte angestrengt, mich über den Kerl lustig zu machen, wie üblich. Aber diesmal blieb mir das Lachen im Halse stecken. Rückblickend gibt es bei allen Katastrophen einen bestimmten Moment, der alles verändert. Der Punkt, an dem es keine Rückkehr mehr gibt. Bei uns war dieser Wendepunkt die Party der Spinner von Psi-Omikron Delta in ihrem imposanten Verbindungshaus. Der gleiche Abend, an dem ich Helen meine Verknalltheit gestehen wollte, nachdem ich mir genug Mut angetrunken hatte. Geile Party, oder? Wollte Kai nicht auch kommen? Ich hab's ihm angeboten. Ich mach mir echt Sorgen um ihn, Helen. Diese Kifferei. Er ist genau wie ich vor ein paar Jahren. Sein Drogenproblem ist der Grund, warum ich mit Kai Schluss gemacht habe. Er meinte, du würdest ihn manchmal mit Gras versorgen. Naja, ich kann halt keine dummen Kreaturen leiden sehen. Solltest du irgendwann mal Bedarf haben? Nein, danke. Ich versuche gerade, meinen Rauschmittelkonsum einzuschränken. Dafür hast du aber ziemlich viel getankt heute Abend. Helen, es gibt da was, das ich dir sagen wollte. Ich meine, klar, wir kennen uns jetzt nicht mal einen Monat, aber ich habe die Zeit mit dir trotzdem sehr genossen und deshalb... Ja? Deshalb wollte ich dir sagen, dass du die mit Abstand schärfste Frau auf diesem Planeten bist und mich zu einem sehr glücklichen Trottel machen würdest, wenn wir eine stürmische Affäre miteinander hätten, wollte ich sagen. Brachte es aber nicht raus. Stattdessen schwitzte ich, dass mir fast das Bierglas aus der Hand flutschte. Ich wollte sagen... Hat dieser Satz auch ein Ende? Oh mein Gott! Kai! Was? Da oben! Oh Scheiße! Danforth! Hör mich an! Hey! Ich hab was zu sagen! Hört mir zu! Verdammt nochmal! Jetzt haltet endlich die Schnauze! Danforth hatte die Arme ausgebreitet und balancierte kreidebleich mit leerem Blick auf der Balustrade über dem Foyer. Alle starrten zu ihm rauf, aber kein Mensch rührte sich. Danforth, du Idiot! Willst du dir den Hals brechen? Ich habe sie gesehen. Die alte Stadt im Meer. Ich war dort und ich habe ihn gesehen. Den großen Träumer. Er ist hier, in meinem Kopf. Der Träumer wird erwachen und uns vernichten. Es gibt kein Entkommen, nur den Tod. Die Menschheit ist verdammt. Ihr alle seid verdammt! Bringt euch um, bevor er es tut! Danforth! Die Zeit kann sich wirklich wie ein Gummiband dehnen und eine Sekunde so lang dauern wie ein ganzes Leben. So war es, als Danforth sprang. Er stürzte von der Balustrade mit ausgebreiteten Armen wie ein Engel. Ich werde dieses Geräusch nie vergessen. Das Geräusch seines brechenden Genicks, als er aufkam. Da begriff ich zum ersten Mal, dass etwas auf uns zurollte, gegen das meine schlimmsten Albträume Kinderfernsehen waren. Eine Woche später wurde Danforth beerdigt. Rektorin Gilman hielt eine Ansprache vor uns Studenten, in der sie ihr Entsetzen und ihre Trauer über den Vorfall ausdrückte. Und Unipsychologe Dr. Lake bot seine Hilfe denjenigen an, die mit dem Geschehen nicht klarkamen. Leute legten Blumen und Kondolenzschreiben vor die Tür unseres, meines Zimmers. Aber die wenigsten von ihnen, das war klar, hatten Danforth wirklich gekannt.
In den kommenden Tagen schien es, als habe sich ein Leichentuch über die Miskatonic gelegt. Niemand sprach darüber, trotzdem kam es mir so vor, als habe Danforths Tod eine stille Kettenreaktion in Gang gesetzt, die letzten Endes jeden auf dem Campus erreichte, von den Professoren bis hin zum Hausmeister. Ellen schloss sich in ihrem Zimmer ein und war für niemanden zu sprechen. Wir sahen uns in dieser Zeit nur ein einziges Mal. Hi. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Simon, bitte versteh das nicht falsch, aber ich möchte allein sein, okay? Okay. Zu dieser Zeit fingen auch meine Träume wieder an. Selbst ohne Dope tauchte ich hinab zu der dunklen Stadt im Meer. Und jede Nacht stand ich vor dem entsetzlichen Wesen, das dort in der Tiefe auf seinem Thron saß und träumte. Jede verdammte Nacht, der gleiche verdammte Traum. Jetzt erst wurde mir klar, Danforth war auch hier gewesen. Und nicht nur er. Unzählige andere Leute an der Uni ebenfalls. Ich sah es in ihren blutunterlaufenden, schlaflosen Augen. Dann, keine zwei Wochen später, ließ sich ein alter Bekannter wieder blicken. Es war mitten in der Nacht. Während ich und Dutzende andere durch die versunkene Stadt irrten, saß Wachmann Winston LeGrasse allein im Foyer der Uni-Bibliothek und vergnügte sich mit der letzten Ausgabe des Hustlers. Oh, Baby. Mann, für diese Dinge brauchst du doch einen Waffenschein. Hä? Was denn? Das kam doch von unten. LeGrasse umklammerte seinen Schlagstock und rannte die Treppe hinab in das Kellergewölbe der Bibliothek. Licht. Ich brauche Licht. Ach, kaputt. Na toll. Jetzt nur nicht durchdrehen, Winston, alter Junge. Er ließ den Strahl seiner Taschenlampe durch das enge Labyrinth der Regale gleiten. Da, eines der schmalen Fenster hoch oben an der Wand war eingeschlagen. Scherben lagen auf dem Granitboden. Oh, fuck. Mittlerweile hatte er den Knüppel gegen seine Pistole getauscht und schlich zwischen den Regalen hindurch mit dem Gefühl, als läge eine Schraubzwinge um seinen Magen. Als LeGrasse das Poltern hörte, sprang er aus seiner Deckung. Hey, keine Bewegung. Oder ich werde schießen. Er ertappte den Einbrecher, wie er sich wieder und wieder gegen die Tür warf, die zu jenem Teil der Bibliothek führte, in dem die besonderen Stücke aufbewahrt wurden. Langsam umdrehen. Er stand mit dem Rücken zu LeGrasse, im Lichtkegel der Taschenlampe, und trug einen schwarzen, vor Dreck starrenden Anzug. Stechender Erdgeruch ging von ihm aus. Und etwas anderes. Der Gestank von Tod. Als er in die Fratze des Einbrechers sah, feuerte LeGrasse. Aber sein Gegner schluckte die Schüsse unbeeindruckt. Schlurfte weiter auf den Wachmann zu. LeGrasse verschoss sein ganzes Magazin. Ohne Wirkung. Nein! 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 Geh weg! Geh weg! Am nächsten Morgen fand man den niedergeschlagenen LeGrasse, der noch einmal mit dem Schrecken und einigen Beulen davongekommen war. Der geflohene Einbrecher hatte eine Blutspur hinterlassen, die irgendwo außerhalb des Campus endete. Er selbst war verschwunden. Bevor Sie fragen, ich erfuhr diese Geschichte aus dem Arkham Advertiser. Aber das war noch nicht alles. Denn zu dem Zeitungsbericht gehörte noch ein Phantombild.
Es zeigte ein abgemagertes Gesicht mit einem Grinsen wie von einem Totenschädel. Dreadlocks und die Reste eines Barts hingen büschelweise an der verfallenen Haut. Es war das Gesicht von Kyle Danforth. Oder dem, was von ihm übrig geblieben war. Helen? Helen, ich muss mit dir reden. Es ist dringend. Bitte. Simon? Ja, es geht um die Sache mit der Statue, um diesen Karl Tulu. Cthulhu. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich durchdrehe. Und du bist die Einzige, mit der ich drüber reden kann. Warte, ich komm gleich. Ich muss mich nur anziehen. Hi. Hi. Wie geht's dir? Es ging mir schon besser. Diese Sache mit Kyle. Hast du es auch schon gelesen? Er... Gott, was stinkt da so? Hast du eine tote Katze im Schrank? Oh, das ist Cindy. Meine Mitbewohnerin. Sie hat mal wieder Magen-Darm-Probleme. Besser, wir gehen woanders hin. Ja. Also, was meintest du? Was habe ich schon gelesen? Die Zeitung. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ein ziemlich großes. Wir ließen uns auf einer Bank im Laternenlicht nieder. Es war später Abend und kalt. Ich überreichte Helen wortlos den Zeitungsbericht. Während sie las, wurde sie noch blasser als ohnehin schon. Simon? Ja? Ich muss dir etwas gestehen. Ja? Ich wollte dir das schon die ganze Zeit sagen, aber ich wusste nicht wie. Ich meine, wie du reagieren würdest. Helen, ich glaube, es ist das Gleiche, das ich dir auch die ganze Zeit sagen wollte. Wirklich? Seit wann weißt du es schon? Seit kurz nach meiner Ankunft. Seit wir uns trafen. Die letzten Tage waren die Hölle für mich. Ich musste unbedingt mit dir reden, es dir sagen. Aber dann kam diese Sache mit Danforth. Dann denken wir also das Gleiche? Ja, ich schätze schon. Oh, Simon. Helen. Wir stecken in ernsten Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Aber... Irgendjemand versucht, den großen Cthulhu zu beschwören. Wieso? Was meintest du denn? Ach, weißt du, gar nichts. Ich habe es schon die ganze Zeit geahnt. Deine Träume, Kyles Selbstmord und jetzt seine Wiederauferstehung. Glaubst du, es war wirklich Danforth? Dieses Ding in der Bibliothek? Es gibt nur eine Methode, das rauszufinden. Aber Oh. Und ich kletterten über die Friedhofsmauer, schlichen vorbei an der Kapelle mit dem rätselhaften Graffiti HPL was here, bis hin zu einem Grab unter einer jahrhundertealten Eiche. Kyle Danforth, geliebter Sohn, stand auf dem Grabstein. Mein Gott, siehst du diese Stelle hier im Gras? Jemand hat das Grab fein säuberlich aufgebuddelt. Und hier, die Blumen und alles, einfach wieder draufgeschmissen. Das heißt... Es war Kyle. Aber wie soll denn das gehen? Niemand steht von den Toten auf, oder? Es gibt Mittel und Wege. Nein, scheiße. Das ist zu heftig. Simon. Ich bin ganz offensichtlich gerade dabei, meinen Verstand zu verlieren. Simon, du musst es akzeptieren. Irgendjemand will Cthulhu erwecken. Die Sache mit Kyle zeigt nur, wie groß seine Macht schon ist. Jemand benutzt seinen toten Körper als Werkzeug. Aber wer? Ich weiß es nicht. Jemand aus dieser Stadt, vermute ich. Wahrscheinlich sogar jemand von der Uni. Sie scheint das Epizentrum zu sein. Toll.
Fragen wir einfach jeden auf dem Campus. Entschuldigung, bist du ein Teufelsanbeter? Warum dieser Einbruch in die Bibliothek? Was soll das? Ich habe eine Ahnung. Dann klär mich bitte auf. Das Necronomicon. Das Necro... was? Das Necronomicon. Das Buch der toten Namen. Es gehört zu den besonderen Stücken der Bibliothek. Das Buch ist enorm wertvoll. Es hat übrigens schon mal jemand versucht, es zu stehlen. Damals, als mein Urgroßvater Henry noch an der Uni angestellt war. Kann uns der gute Mann nicht helfen? Kaum. Er liegt gleich da drüben, seit über 60 Jahren. Großartig. Was steht überhaupt in dieser Schwarte? Wie vernichte ich die Welt in 10 einfachen Schritten? Das Necronomicon wurde 730 nach Christus geschrieben, von einem Araber namens Abdul al-Hazred. Er hatte angeblich Kontakt mit den großen Alten und konnte ihnen einige ihre Geheimnisse entreißen. Es heißt, er starb auf den Straßen von Damaskus, wo ihn ein Dämon bei lebendigem Leibe auffraß. Fuck. Im Necronomicon stehen viele alte Zaubersprüche, Simon. Gefährliche Zaubersprüche. In den falschen Händen könnte das Buch... Was? Den großen Katzenklo? Kusulu. Zum Tee einladen? Verdammt, das kann doch alles nicht wahr sein. Simon, ich weiß, das ist schwer zu glauben. Nicht für dich, wie es scheint. Ich bin auch mit diesen Dingen aufgewachsen. Weißt du noch, was ich dir über verschiedene Realitäten erzählt habe? Ja, und wir sind längst nicht mehr in meiner Version davon. Kyle, oder wer immer ihn wiedererweckt hat, wollte das Necronomicon stehlen. Das ist die einzige Erklärung für den Einbruch. Aber er hat es nicht bekommen. Das Buch ist noch immer da. Also? Also werden wir der Bibliothek einen Besuch abstatten. Wow, Moment mal, ja? Habe ich das gerade richtig verstanden? Wir sollen das Necro-Dings da klauen? Die Sprüche in dem Buch könnten uns helfen, das Schlimmste abzuwenden. Außerdem stehlen wir es nicht. Wir borgen es nur. Warum gehen wir nicht einfach zu den Professoren? Weil sie uns nicht glauben werden. Oder erst, wenn es zu spät ist. Uns läuft die Zeit davon. Wenn wir uns nicht beeilen, ist das Buch weg. Wir sind im Arsch. Mann, warum musste ich auch unbedingt nach Arkham gehen? Warum nicht Paris, London oder Tschernobyl? Bist du dabei? Solange ich nicht auch als Zombie enden muss. Dafür werde ich schon sorgen. Dann also los. Hast du wenigstens schon einen Plan? Sowas Ähnliches. Kurz darauf kehrten wir zurück zur Uni und marschierten geradewegs auf das Mädchenwohnheim zu, wo Helen nach eigenen Angaben noch etwas Ausrüstung beschaffen wollte. Während mir die Knie schlotterten, schien sie erstaunlich gefasst. Bist du schon mal irgendwo eingebrochen? Nein, du? Scheiße, nein. Ich hab noch nie was Illegales gemacht. Das sollte eigentlich auch so bleiben. Aber es muss sein. Wir brauchen das Buch. Bist du sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Todsicher. Scheiße. Was? Kater. Ist der Kerl eigentlich überall? Ja, Kater. Verdammt, Hedley. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht anrufen sollst, was? Ja. Ja, klar habe ich davon gehört. Irgendwer hat versucht, in der besonderen Abteilung einzubrechen. Ja. Was weiß ich, wer dahinter steckt? Wadley, wir hatten einen Deal. Darf ich dich daran erinnern? $300 für dich und das Buch für mich. Welches? Klappe! Ist mir egal, wenn du Schiss kriegst. Deal ist Deal. Ich bring's ja auch wieder zurück. Keine Sorge. Niemand wird was merken. Wadley, vertraust du mir? Okay, ich weiß, dass du das nicht tust, aber du solltest es. Jetzt halt die Schnauze und hör mir zu. Du kriegst das verdammte Buch wieder, wenn ich es für richtig halte. Punkt. Jetzt leg auf und ruf nicht mehr an, sonst erfährt die ganze Stadt von der Sache mit dem Cheerleader-Kostüm. Kater Ende. Inkompetenter Transvestit. Tja, damit hat sich der Einbruch wohl erledigt. Ich kann's einfach nicht glauben. Das ist beinahe schon zu einfach. Mit wem hat er gesprochen? Chase Wadley. Er jobbt in der Bibliothek. Oh, und das Buch ist... Garantiert nicht Krieg und Frieden. Glaubst du, der Schlipsträger steckt hinter allem? Würde einiges erklären, oder? So ungefähr alles. Also, wie gehen wir jetzt vor? Na, wie wohl? Wir holen uns das Buch von Carter. Ich hatte befürchtet, dass sowas kommt.
Während wir Richtung Pikmin Hall liefen und hofften, dass Carter noch nicht eingetroffen war, erklärte mir Helen ihren Plan. Glaubst du, der fällt drauf rein? Jeder Mann hat seine Schwachstellen. Verdammt, da hinten kommt er schon. Wir müssen uns beeilen. Ich sah nur aus dem Augenwinkel, wie Carter den Weg zu Pikmin heraufkam. Da packte Helen mich und zog mich durch die Tür. Zum Glück war das Foyer verlassen, also bekam niemand etwas von unserem extrem verdächtigen Verhalten mit. Ich werde versuchen, ihn abzufangen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Ein Dietrich, für die Tür. Ah. Oh. Hast du immer so ein Ding dabei? Nur, wenn ich irgendwo einbrechen will. Aber woher wusstest du... Ich erklär's dir später. Simon, beeil dich bitte. Er ist fast hier. Also nahm ich die Beine in die Hand und rannte durchs Foyer, die Treppe rauf, in den ersten Stock, bis zum Ende des Flurs, in dem Carters Zimmer lag. Ich wusste, dass er allein dort lebte. Natürlich. Wer hätte es schon mit dem Spinner ausgehalten? Bei dem Gedanken, dass er für die Albträume verantwortlich war, dass er Danforth auf dem Gewissen hatte, kochte ich vor Wut. Jemand musste diesen Drecksack zur Strecke bringen. Und wenn ich dieser jemand war, umso besser. Während ich also mit dem Dietrich im Schlüsselloch herumstocherte, hörte ich unten im Foyer die Stimmen von Helen und Carter. Oh, hi Randy. Was für eine Überraschung, Miss Armitage. Verschwinde oder ich breche das Genick. Super, Leute. Schreit doch gleich das ganze Haus aus dem Schlaf. Randy, warte. Ich muss mit dir reden. Ich wüsste nicht, worüber wir zu reden hätten. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich bewundere. Schon immer bewundert habe. Du bist einer der wenigen, die wissen, was hier vor sich geht. Einer der wenigen mit Durchblick. Das finde ich echt anziehend. Nein, wirklich? Ich Glückspilz. Bingo. Endlich hatte ich die Tür aufbekommen. Gerade als ich in Carters Allerheiligstes schlüpfte, hörte ich, wie er und Helen die Treppe raufkamen. Oh, Scheiße. Ich schloss die Tür so leise wie möglich hinter mir und hörte schon ihre gedämpften Stimmen auf dem Flur. Diese Nummer ist sogar für dich zu billig. Ich weiß genau, was du vorhast, Helen. Komm schon, Helen. Hör den Kerl auf. Carters Zimmer war genau wie sein Aufzug. Hyperkorrekt, sauber bis zur Sterilität. Aber keine Spur von dem Buch. Meine Gedanken rasten. Wenn ich ein krawattetragender Wichser wäre, wo würde ich meine Zauberbücher verstecken? Vielleicht kannst du die anderen Idioten hier täuschen, so wie deinen neuen Laufburschen Zahn. Aber mich nicht. Ich werde dich aufhalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Während Helen und er immer näher kamen, suchte ich panisch unter dem Bett, hinter dem Schreibtisch. Fehlanzeige. Blieb nur noch der Kleiderschrank. Ich riss die Türen auf. Mann, der hat ja wirklich keine anderen Klamotten. Da lag es. Halbherzig versteckt unter einem Stapel Hemden. Ein fettes, uraltes Buch in Leder gebunden. Das Necro-Dingsbums. Das Ding war schwer. Und es stank. Randy, warte noch. Ich zuckte zusammen. Sie standen direkt vor der Tür. Damit war mir der Fluchtweg abgeschnitten. Das Buch unter den Arm geklemmt, ließ ich meinen Blick durch den Raum rasen. Das Fenster. Ich hab genug von dir, Helen. Wenn du nicht gleich verschwindest, rufe ich den Sicherheitsdienst. Apropos Zahn. Wo steckt er? Simon? Er... Vergiss es. Es interessiert mich nicht. Ich stand vor dem offenen Fenster und sah nach unten. Es ging mindestens 3 Meter in die Tiefe. Schlechter Zeitpunkt, um seine Höhenangst zu entdecken, oder? Ich holte Tiefluft, hoffte, dass mich das Gebüsch unten abfangen würde. Und wollte gerade springen, da hörte ich, wie Helen Carter zurückrief. Randy! Was noch? Wir könnten uns verbünden. Was? Was? Wenn wir uns zusammentun, wer könnte uns aufhalten? Du widerst mich an, Helen. Und dann öffnete er die Tür, genau in dem Moment, als ich sprang. Oh, Mann! Ich spürte jeden Knochen im Leib. Sogar welche, die ich noch gar nicht kannte. Aber bis auf ein paar Prellungen und Kratzer war nichts passiert. Das Buch lag unschuldig neben mir im Gras. Na, wer sagt's denn? Das Glück ist mit den Dummen. Ich rappelte mich unter Schmerzen auf, schnappte die Schwarte und verschwand in der Dunkelheit. Mission Buchklau erfolgreich abgeschlossen. Aber da gab es noch ein paar Fragen, die Helen mir beantworten musste.
Wir trafen uns am Tor zum Campus. Beide völlig außer Atem. Hi. Hi. Hat alles geklappt? Das Buch ist hier. Darf ich? Das ist es. Endlich. Es ist wunderschön. Wie bitte? Das Ding würde ich nicht mehr geschenkt nehmen. Hätten wir nicht warten können, bis der Film rauskommt? Sehr witzig. Hat Carter was gemerkt? Nein. Gerade als er die Tür aufmachte, warst du schon verschwunden. Ich konnte ihn noch ein bisschen ablenken, dann bin ich losgerannt. Hör mal, was du zu Carter gesagt hast. Später. Jetzt müssen wir uns erstmal verstecken. Verstecken? Carter wird bald merken, dass das Buch verschwunden ist. Wir müssen die kurze Zeit, die uns bleibt, nutzen, alles in die Wege zu leiten, ihn aufzuhalten. Und wo verstecken wir uns? Da, wo uns niemand suchen wird. Waikiki Beach? Du wirst schon sehen. Das verdrehte Hexenhaus ragte vor uns auf wie ein überdimensionales Grabmal. Sein Anblick drehte mir den Magen um. Ellen dagegen freute sich diebisch, wortwörtlich, und hielt das stinkende Buch umschlungen wie ihren Lieblingsteddy. Hier können wir in Ruhe das Necronomicon studieren. Muss das sein? Das Haus macht mir Kopfschmerzen. Außerdem, die Tür ist zugenagelt. Wie sollen wir da reinkommen? Ganz einfach. Sie drückte die Klinke und die Tür schwang nach innen auf. Die Nagelbretter schienen weniger dafür gedacht, jemanden davon abzuhalten, hineinzugelangen, eher dafür, was immer im Inneren lauerte, einzusperren. Nur fürs Protokoll, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Zur Kenntnis genommen. Jetzt komm. Im Haus herrschte vollkommene Dunkelheit. Nicht mal das Laternenlicht von der Straße reichte aus, sie zurückzutreiben. Helen? Wo bist du? Au! Verdammt! Warte. Besser? Sie hatte eine Reihe Kerzen auf einem staubigen Schrank angezündet. Die Inneneinrichtung passte. Spinnweben überall, morsche Dielen, kahle Wände. Die Wände. Sie bewegen sich. Zucken wie Gedärme. Wie Gott. Keziah Mason hat ihr damals die Raumzeit aufgerissen, um in eine andere Ebene zu flüchten. Schon vergessen? Dieser Riss ist immer noch da. Die Kerzen, woher wusstest du? Ich komme öfter hierher, wenn ich mich entspannen will. Klar, ich kann mir auch nichts Entspannenderes vorstellen. Ohne mich zu beachten, ließ sich Helen im Schneidersitz auf dem Boden nieder, das Necronomicon auf ihrem Schoß. Ich setzte mich neben sie und sah zu, wie sie begeistert durch die vergilbten Seiten blätterte. Unglaublich. Fühlst du es? Die Seiten beben vor dunklem Wissen. Helen, hör mal. Du hattest Carter vorhin angeboten, sich mit dir zu verbünden. Was sollte das? Was? Oh, gar nichts. Ich wollte ihn nur ablenken. Ah. Weiß Cindy eigentlich, was du so treibst? Wer zum Teufel ist Cindy? Na, deine Mitbewohnerin. Ich habe keine Mitbewohnerin. Nicht? Aber vorhin... Simon, danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hey, kein Problem, ich... Da beugte sie sich vor und küsste mich. Und alle Fragen waren fürs Erste vergessen. Helen, ich glaube, ich liebe dich. Ich weiß. Und du bist auch sehr wertvoll für mich. Wirklich? Oh, cool. Hör mal, wenn das alles hier vorbei ist... Es wird nicht so schnell vorbei sein. Was meinst du? Hier steht... Um vom großen Kusulu angehört zu werden, ist ein Menschenopfer nötig. Ein Menschenopfer? Du meinst, Carter wird versuchen, jemand umzubringen? Nein, nicht Carter. Aber ich dachte... Falsch gedacht. Was zum... Danforth! Kyle, nicht! Es wurde schwarz um mich. Das Letzte, was ich noch hörte, war Helens Stimme, die sagte... Brav, Kyle. Und jetzt mach Sitz. Als ich wieder zu mir kam, war ich von einer Armee Kerzen umzingelt.
Ich lag auf einem Tisch, nackt bis auf die Boxershorts, an Händen und Füßen gefesselt. Ich hatte genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, was das bedeutete. Helen? Was soll das? Warum tust du das? Verdammt, wie blöd bist du eigentlich? Ist dir immer noch nicht klar, was vor sich geht? Ich bin diejenige, die Kusulu beschworen hat. Seit Monaten arbeite ich daran, den Träumer zu erwecken. Ich war es, die den guten Keil mit den richtigen Kräutern gefüttert hat, um ihn zu meinem Diener zu machen. Soll das heißen, du hast ihn in die Bibliothek geschickt, das Buch zu klauen? Der Kandidat hat 100 Punkte. Nur leider ist Keil selbst als Zombie noch ein Versager. Naja, sein Halbleben ist sowieso schon fast aufgebraucht. Bald ist er nur noch totes Fleisch. Der Leichengeruch des kaputten Danforth stach mir in die Nase. Ich kannte diesen Gestank. Oh Gott, was stinkt da so? Hast du eine tote Katze im Schrank? Ich kann das einfach nicht glauben. Tja, du hättest eben auf Carter hören sollen. Er ist der Einzige, der mich mit Hilfe des Necronomicons hätte aufhalten können. Aber zum Glück habe ich ja meinen zuverlässigen Laufburschen aus Good Old Germany, der anfängt zu sabbern, sobald er mich sieht. Und was hast du jetzt vor? Ich schmeiße eine Party. Die letzte aller Partys. Du willst mich opfern? Hey, es brennt ja noch ein bisschen Licht in deiner Kifferrübe. Dein Blut und der Dimensionsriss in diesem Haus werden das Tor öffnen. Der große Kusulu wird erwachen und die Menschheit zerschmettern. Oh, dich auch? Hast du schon mal dran gedacht? Ich denke an nichts anderes. In diesem Körper kann man die Mysterien des Universums nicht erkunden. Die wahren Antworten liegen im Tod. Und jetzt halt endlich die Schnauze. Ich würde gern mit dem Ritual beginnen. Nein, Helen, das kannst du nicht tun. Stimmt, du hast recht. Das kann ich wirklich nicht. Erstmal müssen wir dich vorbereiten. Damit zückte sie einen silbernen Dolch. Sie hielt ihn über meine Brust und zog die Klinge über die Haut. Während ich mir die Seele aus dem Leib schrie, ritzte die Frau, die ich mal für das süßeste Geschöpf der Welt gehalten hatte, unheilige Muster und Runen auf meine Haut. Etwas geschah. Die Winkel des Zimmers verdrehten sich wie ein Berg Maden. Gleichzeitig begann vor dem Haus ein Sturm zu toben wie ein Chor von Gespenstern. Plötzlich zeigten die Fenster nichts als Schwärze. Von der Art, die einem die Albträume aus dem Schädel saugt und Fleisch werden lässt. Irgendwo dort draußen in der Finsternis bewegte sich etwas. Es war, als würde ein Planet plötzlich aus seiner Umlaufbahn springen und auf uns zurasen. Eine Schockwelle aus Angst und Wahnsinn jagte ihm voraus. Und nichts im Universum konnte sich ihr entgegenstellen. Der Träumer war erwacht. Er ist hier. Der Gebieter ist hier. Endlich. Meine Schmerzen drifteten in den Hintergrund. Panik und Kälte peitschten durch meinen Körper, als ich ihn zum ersten Mal leibhaftig sah. Rotes Licht durchflutete das verhexte Zimmer, als würde ein Feuer hinter den Fenstern lodern. Aber es war kein Feuer. Es war ein Auge, so groß wie ein Mond, das in blutrotem Licht strahlte. Und ich spürte, wie dieses Licht auf meiner Seele brannte. Gebieter der Träume, hier steht deine demütige Sklavin. Ich biete dir die Menschheit als Opfer dar. Auf dass du wieder auferstehst. Nein! Das ist genug, Helen. Carter! Plötzlich stand Randolph Nummer 3 im Raum. Einen Säbel in der Hand. Er sah zuerst Helen, dann das Ding, das in der Dimension jenseits des Hauses lauerte. Die Angst lähmte sogar den hartgesottenen Mr. Carter. Mein Gott. Sie hat es wirklich getan. Steh nicht so dämlich rum! Schnapp ihn dir! Auf allen Vieren hetzte der degenerierte Danforth auf Carter zu. Silber blitzte auf und der Zombie fiel in zwei Hälften zu Boden. Das war's, Helen. Nein! Nein! Der Träumer wird dich zerschmettern! Euch alle! Nicht, solange ich es verhindern kann. Randy, Mann! Hilf mir! Carter stürzte auf mich zu, hob seinen Säbel und zerschnitt die Fesseln mit zwei blitzschnellen Streichen. Danke. Gern geschehen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Helen! Das Ende ist gekommen. Helen, bitte, komm zur Vernunft. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht.
Der große Cthulhu wird sie verschlingen. Ihr seid alle tot. Tot, tot. Ist jetzt endlich Ruhe. Zan, gib mir das Buch. Ich... Mach schon, wir müssen es stoppen. Wie? Noch ist er nicht völlig erwacht. Es gibt einen Bannspruch. Jetzt gib mir endlich das verdammte Buch. Hier ist es. Verdammt, welche Seite war's? Hier! Sen glinkta sumbra, rikta shanen Cthulhu. Es war, als stünden Carter und ich im grenzenlosen All. Allein mit der Antithese allen Lebens. Während Carter seine Zaubersprüche aufsagte, erbebte das Gefüge von Raum und Zeit um uns herum. Ich hielt mir die Ohren zu und kniff die Augen zusammen. Bitte, lieber Gott, lass mich das hier überleben. Bitte! Bitte, lass mich... Hey, es hat aufgehört. Es fies weg. Ist... Ja, aber es war haarscharf. Wenn Helen mehr Zeit für ihre Beschwörung gehabt hätte und mehr von deinem Blut, so hat sie nur seinen Geist geweckt. Aber jetzt schläft es wieder. Das Monster schläft wieder. Ja, aber ich bezweifle, dass sein Schlaf so tief sein wird wie vorher. Und wenn die Sterne richtig stehen, Gott steh uns bei. Ich sah zur bewusstlosen Helen, die ein paar Schritte neben uns lag. Was ist mit ihr? Das wird die Polizei entscheiden. Warum hat sie das getan? Weil sie es wollte. Aber sie muss doch irgendein Motiv für diesen Wahnsinn gehabt haben. Tut mir leid, dir deine Illusionen zu nehmen, Zan, aber Wahnsinnige brauchen kein Motiv. Wie bist du uns überhaupt auf die Schliche gekommen? Nach meiner letzten Begegnung mit Helen war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Und das Necronomicon war fort. Ich brauchte nicht lange zu überlegen, wer es gestohlen hatte. Und danach bist du gleich hierher gelaufen? Ich bin zuerst bei Helens Zimmer gewesen. Aber dort fand ich nur kleine Überbleibsel von Danforth in ihrem Schrank. Sie hat ihn erst ins Grab gebracht und dann wieder ausgebuddelt. Mein Gott, er war ihr Ex-Freund. Interessante Art, eine Beziehung am Leben zu erhalten, nicht wahr? Jedenfalls fand ich in Helens Schreibtisch einen Plan dieses Hauses zusammen mit ein paar Notizen. Mehr brauchte ich nicht zu wissen. Also habe ich meine Waffe geschnappt und bin losgerannt. Den Rest kennst du. Ja, viel zu gut. Das Ende der Geschichte ist schnell erzählt. Carter rief Krankenwagen und Polizei. Ein Sanitäter kümmerte sich um meine Wunden, die zum Glück nur oberflächlich waren, und zwei Cops nahmen Helen in Gewahrsam, gerade als sie wieder erwachte. Lasst mich los! Der Träumer wird euch alle vernichten! Gemeinsam werden wir die Welt verwüsten! Simon, hol mich hier raus! Hol mich hier raus oder ich bring dich um! Ich liebe dich! Simon! Ich habe ihr alles geglaubt. Ich dachte, sie steht auf der richtigen Seite. Ich habe überhaupt nicht bemerkt, was wirklich vorging. Sprich nicht gerade für deine Intelligenz. Die Bullen nahmen uns mit aufs Revier und befragten uns die ganze Nacht hindurch. Sie ließen uns erst gehen, als Helen in ihrem Wahnsinn alles gestanden hatte. Noch vor Morgengrauen wurde sie in die Irrenanstalt von Arkham verfrachtet. In den ersten Morgenstunden fuhr ein netter Officer Carter und mich heimwärts zur Miskatonic. Vor den altehrwürdigen Mauern von Pikmin Hall blieben wir stehen. Was ist mit dem Buch? Ich habe es versteckt, bevor die Polizei kam. Ich werde es demnächst der Bibliothek zurückgeben. Aber erst möchte ich noch ein bisschen darin schmökern. Ich wünschte, das alles wäre nie geschehen. Ich werde für den Rest meines Lebens Albträume haben. Und wenn ich irgendjemand davon erzähle, stecken sie mich in eine Zwangsjacke. Dafür hast du einen kleinen Einblick in die wahre Natur des Universums erhalten. Wer kann das schon von sich behaupten? Carter? Ja? Ich hasse dich. Ich weiß. Sehen wir uns nachher in der Mensa? Klar. Hey Carter, weißt du, was mir wirklich Angst macht? Das verdammte Semester hat gerade erst angefangen.
Ja, wenigstens kann es nicht noch schlimmer kommen. Zan, ich beneide dich echt um deine Naivität. Der Träumer wird wieder erwachen. Alles wird enden. Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod betrügt. Er wird kommen. Und ihr werdet alle sterben.